Heute schauen wir an, wie man beim SACHS-Motor die Kurbelwellenlager, das Spiel einstellt, wie man am besten vorgeht und ein, zwei Tipps und Tricks von mir umsetzen kann. Grundsätzlich, wenn man die Reparaturanleitung liest zu den Motoren, überall das Gleiche bei SACHS, bei Puch, sämtliche Kurbelwellen, die mit sogenannten Schulterlagern ausgestattet sind, Schulterlager. Das sind in der Regel diese zweiteiligen Lager, die sich einfach so auseinanderziehen lassen. Da muss man ein Spiel einstellen. Das ist ganz, ganz wichtig, denn diese Lager, wenn ich zum Beispiel eine neue Dichtung montiere, kriegen mehr Spiel. Je enger das Ganze zusammen ist, desto kleiner das Spiel. Je weiter auseinander, desto größer das Spiel. Ganz essentiell, darum auch vielleicht ein bisschen ein längeres Tutorial, aber wichtig zum Schauen, denn ohne diese Grundlage funktioniert euer Motor nicht richtig. Was haben wir vorbereitend gemacht? Als allererstes haben wir den Motor zerlegt, dann die neuen Lager eingepresst. Hier haben wir die Simmerringe bereits schon drin. Dann habe ich die Lagerringe drin. Die Lagerringe schon mal montiert auf der Kurbelwelle. Wie das alles geht, seht ihr im Tutorial davor, das wir schon für dich gemacht haben. Hier habe ich erfahrungsgemäß mal unterlegt. Eine Seite 1,1 mm, andere Seite 1,2 mm. Passt meistens. Hier habe ich extra ein bisschen mehr Luft gelassen, um euch zeigen, wie das dann funktioniert. Theoretisch würde man hier, wenn man der Reparaturanleitung glaubt, jetzt folgende Maße nehmen. Man würde hier von der Dichtfläche auf den Lagerring messen. Dann würde man von der Dichtfläche auf den Lagerring messen, natürlich auf den Innenring. Dann nimmt man das Maß der Dichtung und somit wissen wir ein Gesamtmaß, das wir haben müssten. Als nächstes geht man dann zur Kurbelwelle und misst hier diese Breite. Gesamtmaß abzüglich die Breite gibt das auszugleichende Spiel. Anschließend muss man ein Spiel noch einrechnen, hin und her, das könnt ihr alles in der Anleitung lesen. Meine Erfahrung sagt, funktioniert nie. Ihr habt vier Messungen, die ihr macht und alle diese Messungen haben immer eine gewisse Toleranz bzw. eine Messungenauigkeit. Wie sagt man schön, wer misst, misst, misst. Deshalb habe ich es mir so angewöhnt, ich mache grundsätzlich mal alles so zusammen, setze die Welle hier schon mal einseitig ein, so wie es auch im Betrieb dann wäre. Hierbei wichtig beim Simmerring, dass man hier sauber reindreht das Ganze. Nun lege ich die Dichtung auf, die ich später auch verwenden werde und setze auch bereits die Gehäushälfte auf. Hier mal wirklich nur mit der Kurbelwelle, die anderen Wellen lassen wir weg. Wie wir diese ausdistanzieren, seht ihr in den nächsten Tutorials. Nun setze ich hier diese drei Schrauben, die auch schön übers Dreieck sind, damit ich hier einen schön gleichmäßigen Druck aufbauen kann und auch bereits die Dichtung etwas gequetscht wird, so wie es auch später im Betrieb sein wird. Hierbei wichtig, ich kontrolliere schon mal, ob sich da alles frei dreht. Nicht, dass die Kurbelwelle jetzt schon klemmt. Das kann natürlich durchaus vorkommen, wenn ihr initial zu viel unterlegt habt. Um nun das Spiel auszumessen mit der Messuhr, müssen wir hier irgendwo eine gescheite Fläche haben. Die Erfahrung zeigt, hier am Motorhalter ist nicht so schlau, das Ganze bewegt sich zu fest. Ich nehme hier jeweils gleich diese Platte, die haben wir eh gebraucht bei der Kurbelwellenmontage. Diese nun hier sauber aufsetzen, nehme gleich ein Schräubchen, das ich hier eh gebrauche normalerweise. Darauf setze ich nun die Messuhr auf. Hierbei ist wichtig, dass die Messuhr sauber gerade in der Flucht der Kurbelwelle ist. Nun gehe ich hin und gehe mit dem Schraubenzieher hinein und nun bewege ich die Kurbelwelle mit dem Schraubenzieherlein einfach fein auf und ab. Und da sehen wir jetzt gut, auf der Messuhr haben wir hier auf die eine Seite 0,23, auf die andere Seite 0,03. Setzen wir doch noch was auf 0, machen das Ganze nochmals. Voilà. Wir haben nun ein effektives Spiel von
0,25 mm. Anzustreben ist ein Spiel von 0,03 bis 0,08 mm, also 3 bis 8 Hundertstel, das bei den Sachs 502 oder auch 503 Motoren. Hier habe ich nun 0,25 gehabt, also muss ich irgendwie hier einen Kompromiss finden. Es gibt 0,1er Scheiben, 0,15er oder 0,2er. Mit einer 0,15er hätten wir 10 Hundertstel Spiel, das ist zu viel. Dann nehme ich also eine 0,2er Scheibe, dann habe ich 5 Hundertstel Spiel, eigentlich ziemlich im Optimum drin. Hier habe ich nun diese Scheibe. Schaue hier zur Sicherheit nochmals kurz. Ihr seht, das ist eine 0,2er. Ein bisschen Toleranz haben wir auch da immer. Nun geht es darum, dass ich das Gehäuse nochmals kurz aufmache, einen Lagerring abziehe, die Scheibe unterlege, Lagerring wieder drauf und dann machen wir nochmals eine Kontrollmessung. Nun ziehen wir nochmals einen Lagerring ab, optimalerweise die Seite, die eh schon weniger unterlegt hat. Das ist bei uns im Moment zündungsseitig. Hierzu den Ring nochmals vorsichtig runterhebeln, dann wieder wärmen. Die ganze Apparatur zügig aufsetzen. Dann nehmen wir noch die bestummene Scheibe, setzen diese wieder auf. Setzen den Ring auf. Ich lege den Lagerkäfig auch wieder drüber. Setze die ganze Geschichte wieder ein ins Kurbelgehäuse. Wir machen nur noch eine kurze Kontrollmessung. Schon mal gemacht hat, ganz schnell. Schrauben rein. Anzugsdrehmoment der Schrauben ist 8 bis 9 Newtonmeter oder mit dem Handgelenk. Dann nochmals die Messung aufsetzen. Flucht achten. Nullen, Spiel ermitteln, 0,07, perfekt. Genau so soll es sein und so seid ihr auch zu 100% sicher, dass euer Spiel stimmt. Natürlich verändert sich das jetzt noch ganz, ganz minim während dem Einfahren, während dem Einlaufen der Lager. Das ist aber nicht mehr ein großer, relevanter Punkt. Das wäre es gewesen. So stellt man eine Kurbelwelle richtig ein, damit das auch passt. Und sich nicht dreimal vermisst. Ich hoffe, ihr könnt davon etwas mitnehmen, wisst nun, wie das funktioniert. Getraut euch auch selber ran.